Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich habe eine schlechte Nachricht von Anulis bekommen. Die Lederoptikfolie, die das Label jetzt bereits seit einigen Jahren im Einsatz hat, die beispielsweise bei fast allen Mediabooks aus der Reihe der fantastischen Filmklassiker und bei ausnahmslos allen Mediabooks aus der Hammer Edition zum Einsatz gekommen ist, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Entscheidung, die Anulis getroffen hat aus Kostenersparnis oder sonst irgendwas Gründen, sondern um eine Entscheidung, die Anulis genauso aufgezwungen wird wie im weiteren Verlauf dann auch uns. Denn ich habe die vorige Aussage wortwörtlich genauso gemeint, wie ich sie gesagt habe. Es wird diese Folie in Zukunft nicht mehr geben. Dabei sei natürlich erwähnt, dass Anulis zwar als Vertrieb der Mediabooks fungiert, diese allerdings natürlich selber nicht herstellt. Dazu geht man zu einem Verpackungshersteller, der aber natürlich ebenfalls nicht die verschiedenen Rohstoffe für die Mediabooks in Eigenregie herstellt, sondern dafür auch verschiedene Zulieferfirmen hat. Das bedeutet, dass bei dem Hersteller der Mediabooks sämtliche Bestandteile wie Kartons, wie Papier, wie die Plastiktrays, wie die Booklets und so weiter separat angeliefert werden und dann zu einem Produkt zusammengefügt werden. Und einer dieser Bestandteile, der ist dann natürlich auch die entsprechende Folie, die von einem sogenannten Veredelungshersteller produziert wird und dann an die Verpackungsproduzenten ausgeliefert wird. Die bekanntesten sind dabei die Mattfolie, die Hochglanzfolie beziehungsweise eben auch die Lederoptikfolie. Und jetzt hat der Produzent der ursprünglich von Anulis immer eingesetzten Lederoptikfolie einfach beschlossen, dieses Produkt nicht mehr herzustellen und nicht mehr anzubieten. Diese Entscheidung ist tatsächlich bereits im Frühjahr 2024 gefallen und natürlich haben Anulis bzw. vor allem ihr Mediabook-Hersteller versucht, an diesem Zustand noch etwas zu ändern. Zuerst wurde das Gespräch gesucht, um den Produzenten vielleicht noch einmal dazu zu überreden, selbst zu einem höheren Preis noch einmal eine Charge von dieser Folie herzustellen, was dieser allerdings abgelehnt hat. Die Gründe, weswegen die Produktion von dieser Lederoptikfolie letzten Endes eingestellt werden, ob das jetzt seinerseits unterschiedliche Materialbedingungen, kaputt gewordene Maschinen, andere Änderungen im Arbeits- oder Produktionsablauf sind, darüber wissen wir gar nicht Bescheid. Wir wissen einfach nur, dass der Hersteller dieser Lederoptikfolie diese nicht mehr herstellt und nicht mehr anbietet. Daraufhin hat man natürlich bei der Produktionsstätte der Mediabooks versucht, vielleicht von anderen Herstellern noch Restbestände von diesem gleichwertigen Produkt aufzukaufen, was ebenfalls gescheitert ist. Und damit stand Anulis nur mehr vor der Frage, was tun wir jetzt? Und damit gleich an dieser Stelle dazu gesagt, ein Verpackungshersteller produziert grundsätzlich nicht nur Mediabooks, sondern auch zahlreiche andere Produkte. Deswegen konnte zwar im Frühjahr bereits gesagt werden, dass es von dieser Lederoptik Folie keine neue Lieferung mehr geben wird. Man hat allerdings unmöglich prophezeien können, bis wann die noch dort im Archiv liegenden Vorräte halten werden. Denn neben Anulis sind natürlich auch einige andere deutsche Labels dort für die Mediabook-Produktion dabei, die natürlich teilweise ebenfalls auf dieselbe Folie zurückgreifen und natürlich, nachdem der Hersteller auch noch andere Verpackungsarten und Formen produziert, kann diese Folie auch dort zum Einsatz kommen. Deswegen war zum Beispiel für längere Zeit nicht sicher, ob vielleicht so gar nicht bereits die Produktion von Raumkreuzer Hydra auf eine andere Folie umgestellt werden muss und zuletzt, nachdem das geklappt hat, war vielleicht auch noch die große Hoffnung, dass der nächste große Titel aus der Hammer Edition, nämlich Frankenstein muss sterben, ebenfalls noch mit der alten Garde der Lederoptikfolie produziert werden konnte. Da gab es dann allerdings einen tragischen Anruf. Das wird leider nicht mehr passieren. Für die Produktion von Frankenstein muss sterben ist nicht mehr genug von der alten bekannten Lederoptikfolie vorhanden, weswegen man dann eine neue Folie gesucht hat, die übrigens im Ankauf genau das gleiche kostet wie die andere. Die Möglichkeit wäre natürlich gewesen, vielleicht zu einem anderen Hersteller zu gehen, der vielleicht ein noch ähnlicheres Produkt von einer Lederoptikfolie im Angebot hat. Allerdings darf man nicht vergessen, dass jeder Mediabook-Hersteller auch unterschiedliche Abmessungen hat und hätte Anulis den Hersteller gewechselt, wäre natürlich ein Bruch im Regal und in der Sammlerei noch deutlicher festzustellen. So hat man sich dann letzten Endes in Zusammenarbeit mit dem Hersteller auf ein neues Produkt, auf eine neue Art der Lederoptikfolie geeinigt.
geeinigt, die zwar grundsätzlich ein bisschen anders aussieht und unweigerlich einen Bruch in der Optik im eigenen Sammlerregal darstellen wird, insbesondere wenn man beispielsweise wie ich die Hammer Edition alphabetisch sortiert, aber die möglichst nah und möglichst ähnlich an diesem Originalprodukt ist. Und das bringt mich tatsächlich zum Hauptteil von diesem Video. Mir hat Anolis nämlich zusätzlich zu den ganzen Informationen, die ich euch jetzt im ersten Teil des Videos gesagt habe, auch tatsächlich ein Originalmuster von der Druckerei, von der brandneuen Lederoptikfolie zukommen lassen. Und die möchte ich mir in der heutigen Ausgabe von Zockileaks mit euch noch einmal genauer anschauen. Zu Beginn einmal gleich vorweg und um etwaige Missverständnisse vorzubeugen, Frankenstein muss sterben, wird die allererste Produktion sein, die mit dieser neuen Lederoptikfolie ausgestattet ist. Sämtliche bereits von Anolis veröffentlichten Mediabooks sind noch mit der alten, gewohnten Folie. Die Tatsache, dass wir jetzt hier eben zwei Mediabook-Cover-Artworks zu bei Vollmond Mord vor uns liegen haben, hat einfach nur den Grund, dass der Hersteller als Muster diese Cover-Artworks verwendet hat. Die eigentlichen Mediabooks zum Lycanthropus sind natürlich wie gewohnt mit der alten Folie. Jetzt können wir hier einmal einen Blick übrigens auch auf die erweiterten Cover-Designs, weil ja die dann natürlich beim Mediabook ein- und umgeschlagen werden, damit sie über diese Files dann drüber gehen ins Innere, etwas mehr Bildmaterial eben zeigen als die tatsächlichen Mediabook-Cover-Artworks. Aber ich finde, dass man hier auf den ersten Blick bei der näheren Betrachtung von dieser Folie eines recht deutlich sieht. Diese neue Lederoptikfolie ist etwas matter ausgefallen und bietet etwas weniger Full-Gloss-Finish. Sie ist außerdem, was diese Maserung betrifft, von der Haptik her ein bisschen dezenter, wohingegen allerdings finde ich beim unterschiedlichen Lichteinfall in diesem Fall diese Lederoptik zwar etwas weniger spürbar ist, dafür allerdings, wie ich finde, etwas deutlicher sichtbar ist, was natürlich dann eben auch abhängig von den verschiedenen Untergründen, Farben und Bildern ganz besonders auffällt. Hier eben zum Beispiel beim Backcover von dem Mediabook mit dem Cover B. Mit dieser bräunlichen Färbung merkt man das, finde ich, relativ deutlich. Aber apropos das Lycanthropus Mediabook mit dem Cover B, bei diesem möchte ich jetzt an der Stelle tatsächlich noch etwas verweilen, denn das war auch das Mediabook, das mir Anolis damals vor ein paar Wochen für den Blu-ray-Check auf meinem Kanal zur Verfügung gestellt hat. Und deswegen können wir hier einmal einen ganz genauen Vergleich zwischen der alten und der neuen Lederoptikfolie messen. Wir sehen, finde ich hier eben wirklich ganz besonders deutlich, dass die Maserung meiner Meinung nach eben bei der alten Folie noch etwas deutlicher war, vor allem aber eben das Motiv noch etwas mehr geglänzt hat durch den Full-Gloss-Effekt. Ich finde aber trotzdem, dass man hier bereits direkt vergleichen kann, und noch einmal, das ist natürlich schon fertiger Vollfarbdruck von derselben Druckerei, dass die grundsätzliche Farbgebung von dem Motiv auch unterhalb der neuen Lederoptikfolie eigentlich grundsätzlich absolut identisch ist, was dann natürlich letzten Endes gut bedeuten kann, dass der tatsächliche Unterschied, was die alten und neuen Mediabooks betrifft, im Spine durchaus gering halten kann, dass man das eben tatsächlich nur marginal mitbekommt. Aber grundsätzlich ist es eben nicht der Wechsel auf eine minderwertige Folie aus Kostenersparnisgründen, sondern einfach leider eine produktionstechnische Notwendigkeit, weil es das alte Modell dieser Folie nicht mehr gibt. Ihr könnt mir ja an dieser Stelle sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr persönlich zu der Beschaffenheit, zu der Optik, Haptik ist natürlich im Video schwer bewertbar, dieser neuen Folie sagt, beziehungsweise einfach eure Kommentare abgeben. Aber damit ist eine wichtige Frage noch offen. Bedeutet das, dass wir die klassische Lederoptikfolie wie gewohnt von den Mediabooks von Anolis nie wieder in Zukunft sehen werden bei neuen Veröffentlichungen? Nein. Das bedeutet nur, dass im Frühjahr bekannt wurde, dass der Produzent dieser Folie die Produktion einstellt, dass aber natürlich die Reste im Archiv des Mediabook-Verpackungsherstellers noch aufgebraucht werden konnte. Allerdings ist Anolis natürlich auf der einen Seite nicht das einzige Mediabook-Label,
Hebel das bei diesem Hersteller produzieren lässt. Auf der anderen Seite ist der Hersteller als grundsätzlicher Verpackungshersteller nicht exklusiv für Mediabooks da, sondern stellt diverseste Verpackungen dar. Deswegen war von dem Moment an, wo bekannt wurde, dass diese Folie nicht mehr nachproduziert wird, unmöglich absehbar, für wie lang und für wie viele Produktionen diese Folie noch ausreichen wird. Deswegen hat Anolis zwar kurzzeitig sogar befürchtet, dass vielleicht sogar schon bei Raumkreuzer Hydra umgestellt werden muss, hatte dann allerdings die Bestätigung, dass das noch passt und dann tatsächlich die Hoffnung, dass mit Frankenstein muss sterben auch der nächste große und wichtige Titel aus der Hammer Edition noch mit der alten Garde an Folie abgewickelt, im wahrsten Sinne des Wortes, werden kann. Leider kam dann allerdings die Bestätigung, dass dem nicht mehr so ist. Für diejenigen, die sich jetzt wundern, warum Anolis das nicht gleich kommuniziert hat, tatsächlich ist es so, dass diese Information, dass die Reste an der Folie nicht mehr ausreichen werden für Frankenstein, erst nach der offiziellen Ankündigung dieses Titels seitens Anolis erfolgt ist. Deswegen möchte ich mich auf der einen Seite natürlich bei Anolis dafür bedanken, dass sie diese transparenten Schritte gehen, dass wir erstens informiert sind und zweitens sogar mit entsprechenden Mustern versorgt wurden, dass wir uns das eben wirklich selbst vorstellen können, wie diese Unterschiede jetzt sind, beziehungsweise noch einmal darauf hinweisen, dass diese Umstellung ja jetzt nicht nur Anolis betrifft, sondern sämtliche Labels, die bei diesem Hersteller bislang mit dieser Lederoptikfolie gearbeitet haben. Trotzdem bin ich der Meinung, nach Ansicht dieses Musters, dass der Unterschied zwar deutlich spür und vor allem auch sichtbar ist, dass sich der dann allerdings auf den Mediabooks im Regal hoffentlich ein bisschen im Hintergrund hält und nicht allzu störend auffällt. Da würde ich jetzt eure Meinung gerne hören. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu der Beschaffenheit der neuen Folie beziehungsweise zu den Unterschieden zur alten Folie sagt. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen.